Haben Sie etwa auch einen gelben Klebezettel für Ihr Passwort am PC? Machen die meisten im Unternehmen, ist aber super unsicher. Wie geht's aber anders? Wie funktioniert's mit Single Sign-On? Ein Ticket, weniger Kosten und auch noch mehr Sicherheit im Unternehmen. Das alles im Computerwoche-Webcast. Single Sign-On. Single Sign-On ist zurzeit wichtig, weil es zwei wesentliche Vorteile hat. Zum einen ist es möglich, damit den Anwendern der IT Vorteile und Bequemlichkeit zu verschaffen. Und zum anderen bietet Single Sign-On einen Einstieg in die Governance für die IT-Sicherheit auf den Endbenutzergeräten. Also Sicherheit ist immer ein Bündel von Maßnahmen und Produkten. Ja. Jemand, der sagt, ich habe nichts, ich kaufe mir jetzt einen Virenscanner, kann nicht davon ausgehen, dass er jetzt alles für die Security in seinem Unternehmen getan hat. Und ich denke, wenn man den Authentisierungsmechanismus klar auf Unternehmensseite hier fokussiert und auch sicher macht, dann hat man einen sehr, sehr großen Mehrwert geschaffen, der natürlich auch dem Anwender die Sicherheit gibt oder die Bequemlichkeit gibt, dass er sich morgens nur noch einmal anmeldet und dann Zugang zu einem Zielsystem. Es ist so jetzt, weil es bietet die Möglichkeit, die Authentifizierung zu verbessern, weg von Passwörtern. Dafür ist SSO ein Schlüssel und gleichzeitig verbessert man die Sicherheit und die Compliance im Unternehmen. Registrieren Sie sich doch einfach jetzt.